Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde LS17 auf der Süd-Helma mit der, mit dem lieben Anno. Was? Boing. Mit der Anno. Was? Mit dem Anno zusammen, hallo. Ja, hallo. Ich bin die Anno. Zusammen, hallo. Hallo, bei der Wiener. Und bei der Wiener, natürlich. Oh Mann, da verspreche ich mir erstmal direkt. Peinlich. Ja. Ah. Nee. Ach, hier ist ein blöde Ding zu der anderen, ja. Was für blöde Dingens? Hier, das, ich glaube, mein Drive Control oder sowas. Ich weiß, was er meint, ich weiß, was von ihm her. Ja, das ist immer so, dann maße welche, die, wo da nicht ist, dann hast du welche, wo da ist. Ja, ich weiß nicht, ich ist, da war ich vorher, weil ich immer vor der Hauptaufnahme alle Autos durchtappe und diesen Scheiß deaktiviere. Ja, und ich muss wieder einschalten. Dann schlimm genug, dass ich im Community-Projekt immer ohne spielen muss. Und dann dauert Leertaste drücken und passiert nichts. Das war auch meine erste Aktion vorhin, als ich den neuen Mähdrescher gefunden habe. Eingestiegen, erstmal Leertaste gedrückt. Ernsthaft? Ja. Wo ist er? Das wurde anschalten. Ja. Ich glaube, das ist ein ewiger Kampf. Ich könnte mir halt einen Arsch nehmen, hätte ich es nur nie gesagt, echt. Hätte ich es nur nie gesagt. Aber wenn du das so gewohnt bist, das ist, ich weiß nicht, wie oft ich Community-Projekt auf der Taste habe und es passiert einfach nichts. Ja, die gute Macht der Gewohnheit. Ja, schon. Es ist schon so. Zum Unterschätzen. Nee. Darf man nie machen. Gewohnheit. Ich habe einfach ein Gewohnheitstier. Genau. Ich schaufel hier mal ein bisschen. Ich bin fast vor dem Gras, da gibt's eine Pelage. Gerste haben wir jetzt noch keine, gell? Zum. Nein. Ich glaube, angepflanzt auf 14, aber mir auch nicht. Ja. Da gibt es noch keine Feierabendbier nachher. Verdammt. Ach ja, da wären wir wieder bei dem guten alten Weserpilz. Nur nicht einmal in der Session gesagt. Verdammt. Zeit. Müssten wir eigentlich in die Zeit zurückreisen und das nochmal nachholen, ne? Ja, genau. Das erste Bierrezept. Das war klauen. Patentruf anmelden auf 600 Bier, Jahre oder so. Bier gibt's ja schon. Ach, das gibt's ja schon noch länger, eigentlich. Ich glaube, Bier gab's ja tatsächlich von Mönchen früher, ne? Ja, schon. Ja. So, sag ich mal. Mönche und so was, die haben ja, das sind ja die ersten Bierbrauer eigentlich gewesen. War das nicht Chinese? Ja gut, wo der jetzt genau herkommt, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Mönche halt früher Bierbrauer waren. Also die haben halt Bier gebraut. Und so was wie hier, ich glaube hier, Wikinger und so haben da auch Bier getrunken, oder? Ja, nee, das Honigbier. Ja, aber, ja, ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt wirklich herkommt, keine Ahnung. Könnte natürlich China sein. Also ich meine von den Chinesen. Wäre jetzt nicht so weit hergeholt, weil China kommt viele Sachen her. Von früher. Also ich hätte es gesagt China. Aber wir wollen ja nicht über Bier quatschen, wir wollen ja über Bier quatschen. Ja, das hast du vorgeschlagen, also viel Spaß. Ich habe gar nichts vorgeschlagen. Warst du da nicht? Nee. Das warst du. Ich bin aber nee. Da warst du auch noch. mit den Spielen, das weiß ich nicht. Das war sogar ich, ja. Was warst du da?
Aha. Fang an. Ha! Ich wollte gerade noch Hashtag Bildungsauftrag. Das älteste überlieferte Bierrezept ist circa, ratet mal, wie alt ist das älteste bekannte Bierrezept? Na, ich hätte mal sagen, da geht es wahrscheinlich sogar zu der alten Ägypter zurück. Das heißt, es dürfte 5.000 bis 6.000 Jahre alt sein. Oh, ja, das ist genau richtig. So. Das älteste ist 5.000 Jahre alt und stammt aus China. Ja. Ah, doch, chinesisch. Frühe Nachweise für Bier gibt es auch auf den, altmesopotamischen Raum. Die Ägypter ließen halbfertig gebackenes Brot mit Wasser vergären und bekamen so eine abgewandelte Form von Bier. Die Kelten hatten mehrere Biersorten, bla 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 und so weiter. So. Ja, Onkel Gogel weiß es halt, gell? Wikipedia. Sag ich doch, Onkel Gogel. Juli, ja, wir hatten noch ein Thema uns noch ausgedacht, und zwar, wie würde ein von uns entwickeltes Computerspiel aussehen? Also jetzt nicht grafiktechnisch, aber was würde es sein, wie wäre der Inhalt und so weiter und so fort. Und du hattest, glaube ich, eine Seite mit Fragen dazu, oder wie habe ich das verstanden? Nein. Achso. Ich habe gesagt, wenn wir die Chance dazu hätten, im Prinzip unser Wunschspiel zu entwickeln, wie es dann aussehen würde. Oder man könnte auch einfach sagen, welche Spiele, die es gibt, sag ich mal, Teil von dem, Teil von dem, Teil von dem, sag ich jetzt mal blöd, und das halt als neues Spiel, zum Beispiel. Okay. Oder auch ein ganz anderes. Hat man überhaupt gar nicht jetzt, zum Beispiel der Baumstamm-Simulator, und der liegt im Wald rum, keine Ahnung. Es kommt eine Windböe von links. Sie müssen jetzt Ihren Baum mit dem Pfeiltasten nach rechts bewegen. Der Blattsimulator. Wie ein Fähnlein im Wind. Ich wette mit dir, irgendwelche billigen Simulatoren und Tycoon schreiben jetzt alles mit, ja, und in 2 Jahren. Der Blattsimulator. Oh, da kommt ein Orkan. Halte deine Blätter fest. Gott, dann wert. Gott, Hilfe. Jawohl, Simpsons hat doch mal eine ähnliche Behauptung gemacht. Und zwar in den 90ern, ja. Exakt das, was wir hier gerade tun. Die Leute sitzen an ihren Computern und spielen, dass sie draußen sind. In der Landwirtschaft. Das noch vor Farming Will, Facebook und Co. KG. Also ich muss sagen, zu Zeiten von, ich weiß nicht, sagt einem von euch eigentlich das Spiel Second Life was? Nee. Kennt das wer? Das ist, ich weiß nicht, ob es noch gibt, also das kann ich jetzt nicht sagen, ob das dieses Spiel noch gibt. Das ist ein MMO will ich jetzt nicht nennen, also es ist ein Spiel, da spielt man im Prinzip sich selbst eigentlich auch noch nicht mal. Also man spielt eine virtuelle Person in einem echten Leben im Prinzip. War es mal. Ich war, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt tatsächlich. Also wie Sims quasi. Ja, so ähnlich. Tatsächlich so ähnlich. Aber das ist wirklich eine komplette virtuelle Realität gewesen. Jetzt noch nicht mit Brillen, die gab es früher zu der Zeit halt noch nicht. Da konnte man tatsächlich auch arbeiten, Geld verdienen, also Scheiß. Man konnte da wirklich Geld verdienen, richtiges Geld, tatsächlich. Ah, doch, ich habe mal davon gehört. Ja, jetzt wurde es. Das gab es schon als MMO ausgelegt, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich noch gibt. Also, es gab es früher. Also, das ist auch bestimmt schon 10 Jahre her oder so. Da gab es das. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt noch wirklich reell existiert, das Spiel. Oh. Anna, wenn du eins her willst, gerne. Ich habe gerade einen Rasenmäher gefunden und muss mich gerade dezent zurückhalten. wo bist du denn? Deine Maschine da? Nee, das ist meine. Achso. Der Ding, boah, der. Boah, Skills, hör mal. Ich habe mich gerade selber. Deutsch müsste da stand irgendwo. Ich bringe erstmal den Anhänger hier zurück. Aber wieder auf dem Thema zurückzukommen, ne, bevor wir jetzt ganz abschweifen.
Also grundlegend habe ich ja erstmal gefragt, welches Spiel, wovon hättet ihr vielleicht von einer Serie noch eine Fortsetzung oder eben halt ein eigenentwickeltes Spiel? Und meine Fortsetzung, um da mal anzusetzen, ich hätte gerne noch mal eine Fortsetzung von der Anno-Reihe. Aber Jake's Anno. Die wird aber bestimmt kommen. Ich wachs ehrlich. Ja, aber Anno, Great Zukunft, Anno. Bist du sicher? Ja. Also ich bin eigentlich relativ sicher, dass da noch was kommt. Letzten zwei kam bei den Fans ultra grottig an. Ja gut. Ich auch gewonnen. Dann war ja machen wir back to the roots. Dann gehen sie wieder zurück. Wie es ja auch momentan in ist. Ja, aber teilweise. Sie haben auch jetzt wirklich schon Jahre zwischen den letzten Teilen gehabt. Ne? Also. Naja. Obwohl ist der letzte ist ja noch gar nicht so alt, oder? 3 Jahre. Ja gut, mit DLC. Du weißt, das noch nicht 3 Jahre. Ne, wollte ich gerade sagen, ich habe da auch Let's Play davon gemacht. Dann müsste ja 2 Jahre oder so sein. Maximal, 1,5. Ja. Plus DLC. Ja. Kam noch nicht dieses Jahr Ende oder. Ende 2015, Ende 2016. Ja gut, 1,5. Kam Ende letztes Jahres oder so noch ein DLC davon raus? So? Doch, das Virus hat da sogar was gespielt noch. Ist doch egal. Aber ich denke mal, Anno und Anno werden die nicht abreißen, das glaube ich nicht. Die Marke. Ja, aber die Richtung, in der sie die letzten zwei Teile gemacht haben, gefällt mir nicht. Ich will ein Anno, wie sie es früher gemacht haben. Früher war alles besser. Jetzt sage ich selbst sogar. Meine also Rede. Es gibt ein paar Spiele, wo ich wirklich entweder eine Fortsetzung oder wirklich ein Remake gerne hätte. Ein Remake, aber nicht so, dass man das alte Spiel einfach wieder remastert macht, wie die auch momentan in ist teilweise. Ein richtiges Remake. Also halt, ne, wie als wenn man das Spiel komplett selten neu macht. Aber vom Gameplay halt fast gleiches, kann man so sagen. Ich würde jetzt so wirklich so alte Spiele nehmen. Also ich würde zum Beispiel gerne Pizza Connection. Oh ja. Da gab es noch mal einen zweiten Teil von. Ja, klar. Ja, ein Remake oder tatsächlich einen dritten Teil. Das wäre richtig geil. Aber dann bitte auch wieder erste Teil machen, nicht wieder zweite. Der zweite fand ich nicht so geil. Der zweite fand ich aber nicht verkehrt. Ja, verkehrt war er nicht, aber ich fand den ersten immer noch eigentlich am besten, tatsächlich. Vom Gameplay und so. Ja. Aber ist ja auch egal. Ich hätte gerne, also ich hätte mehrere Spiele gerne. Ziemlich viel hätte ich gerne. Nachfolger. Wenn das einen überhaupt was sagt, das Spiel. Ja, vom Namen her, ja. Syndicate. Ich weiß Mafia, glaub. Spiel, nee, da war damals ein Spiel von Bullfrog. Ich glaube, Bullfrog war es. Da hast du 4 Personen gesteuert, so im Sci-Fi-Universum, kann man so sagen. War relativ cool. Also war früher zu Amiga-Zeit ein richtig cooles Game. Populous hätte ich gerne, den dritten Teil. Ah, Populous. Wobei mich das eigentlich nie so gefesselt hat. Das stimmt, aber ich hätte trotzdem gerne den dritten Teil, weil ich gerne Spiele spiele, wo du Gott spielen kannst. was auch noch richtig cool wäre, ich sag mal, das wäre jetzt so mehrere, das wäre sowas wie Transport Titan zum Beispiel, Railroad Titan, Industriegigant, also solche, die Art Spiele, da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf, einen neuen, guten Teil. Jetzt mal abgesehen von Transport Fever, aber... der ist wirklich richtig gut. Ja, aber halt wirklich Transport Titan oder sowas, so wirklich als neu, das wäre schon cool. Was hätten wir noch gerne? Ich hätte gerne mal wieder ein Siedler-Teil. Siedler, ja. Aber wirklich ein richtiger Siedler, nicht so ein Quatsch, sondern so wirklich mit Wuselfaktor und so weiter. Siedler 2. Von der Art her. Ja, genau. Oder Siedler 3. Obwohl, ich sage ja, Siedler 2 fand ich immer noch eigentlich mit am besten. Ich fand eigentlich Siedler 3 nicht verkehrt. Und Siedler 3 war das mit den Amazonen und so, ne? Genau. Ja. Siedler 2 fand ich, also ich fand eigentlich beide relativ gleichwertig, ich fand nur beim dritten Teil haben sie es zumindest hinbekommen, dass der Einstieg leichter ist und man sich nicht so sehr viel selbst erarbeiten musste. Wobei es trotzdem noch schwer genug war. Es war schwer genug auf jeden Fall, ja. Ist Feld 43 eigentlich eingesät? Ich bin
Ich finde das wirklich irritierend. Da sind nur Linien drauf, einzelne. Das ist nicht eingesät, das ist nur gegrubbert. Okay. Weil da so da könnte ich aber noch mal Linien Hopfen drauf sind, die aussehen wie Hopfen. Also von der ja, Farbe das ist ja Hopfen gattert, aber da kannst du Hopfen einsehen einmal. Okay, gut. Oder was ich auch noch hätte, mal gern wieder, ich weiß nicht, ob das wird euch vielleicht gar nicht sagen, Trucking. Ich hab's früher mal von Amiga. Trucking wie Truck oder was? Ja, genau. Okay. Boah, dann sag mir was, Ist ein ganz simples Game gewesen, aber es war einfach nur genial. Ich weiß ja, ja, das war so der Vorgänger von, Transworld oder so. Bloß noch okay. Mit Truckrennen und so weiter noch mit dabei und verschieden. War relativ komplex oder mal eine Neuauflage von Oldtimer oder so. Oldtimer, ja. Ja, oh, das wäre auch geil. Ah, Oldtimer, ja. Das war auch cool. Oder von Black Gold oder so mal eine Neuauflage. Boah, ja, jetzt kommen sie, Black Gold. Ja. Oil Imperium. Vermeer war auch geil. Hanse. Ein vernünftiger Boah. Nachfolger von Patrizia 2. Patrizia, genau. Oder die Hans, naja, wie hießen das andere damit? Das gab, ja. Gab noch die Fugger. Nein, das meine ich nicht. Meinst du das, was in der Karibik war? Nein, nicht Port Royal. Das wäre auch cool, mal ein dritter Teil Port Royal. Nein, das war, gab's, doch die Hanse, das war, hieß doch, glaub so. Echt? Die Hanse. Also Hanse gab's auf jeden Fall. Ja, die Hanse, genau, das meinte ich. Kennst du das nicht? Ich kenn's nicht, ne. Ich kann's auch so was Hanse nicht. Kennst du nicht, okay. Nee. Hanse kenn ich auch. Wie gesagt, da gab nur die Fugger, gab's zum Beispiel auch noch. Das ist auch so ein... Kenn ich jetzt nicht. Wie Sim-Spiel gewesen, kann man so sagen, von früher. Immer ein Wunsch gehen, ein Wunsch von mir geht ja jetzt in Erfüllung dann. Gilde. Die Gilde 3. Genau. Ja, stimmt. Oh, na. Das ist tatsächlich sogar zwei Wünsche in Erfüllung. Mit Spellforce 3 nehme ich auch noch eine. Zwei. Oh. Holy shit. Sunstrike 4, da freue ich mich auch drauf. Boah. Ich würde mich mal über ein neues, vernünftiges Star Trek-Spiel freuen, aber. Nee, ah, es gibt viele Spiele, wo man echt sagen könnte: Boah, da wäre so geil, wenn da mal ein neuer Teil kommen würde. Oder ich sage ja, oder ein Remake oder so. Ey. Schreibt ihr mal, liebe Zuschauer, in die Kommentare, was ihr denn mal einen neuen Teil. Oder ein Remake oder eine Neuauflage sehen würdet wollen. C&C. Oh ja, aber nicht C&C. Mehr von EA, bitte, nicht mehr bei EA. Nee, das nicht. Nee, von dem alten Westwood Studio. Okay, ja. Holst du wieder alles zusammen. Mal wieder ja. Ein Teil Monkey Island. Aber das überleg mal so echt so zum Abschluss noch so ein C&C-Teil, ey. Das wäre geil. Ja. Aber auch natürlich C&C. Obwohl, da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Ich würde jetzt nicht nur Murphy Tiberium reinnehmen. Ich würde tatsächlich Alarmstufe Rot nehmen, weil ich Alarmstufe Rot so von der Story her cooler fand, tatsächlich, als die Tiberium-Reihe. Fand ich auch. Ich fand einfach, dass sie sich selbst nicht so ernst genommen haben. Einfach lockerer und entspannter. Vor allem fand ich mal Alarmstufe Rot 3, die eine Olle von den Amis total scharf immer früher. Die, wie hieß sie denn noch? Die Tanja? Nicht die. Ne, nicht die. Die andere, die Commanderin, ne? Oder die Olli, die immer gequatscht hat eigentlich. Fast immer. Die war gut. Die sah gut aus. Mir fällt aber jetzt gerade der Name von Schauspielern hier an. Aber war die blond da? Weiß ich gar nicht. Es gab aber auch so... Welcher Alarmstufe Rot meinst du jetzt eigentlich? Den alten aus den 90ern? Den Teil 3. Also mit Juri und Co., ja? Oder danach noch? Weil die ganz Juri neuen... Juri war 2 erst, okay. Ja, Juri war 2, Juri's Revenge und so. Also Juri's Rache. Da war Teil 2. Die allerletzten habe ich glaube ich gar nicht mehr richtig gespielt. Teil 3 war dann mit den Japanern. Ja, mit dem der Land der aufgehenden Sonne. Und so. Ja, genau. Da war Teil 3. Wer war denn da? Da war der Ami-Präsident, den kannte ich als Schauspieler, aber die restlichen. Ja, die eine Olli, die fand ich halt früher scharf. Wahrscheinlich jetzt immer noch, weil die müsste in meinem Alter sein. Was denn? Man kann ja mal ein bisschen trauen. Da waren halt echt das Spiel Schauspiel. War scheiße, aber die Olle war geil. Nee, wir haben alle Teile durchgezockt. Außer der blöde Shooter-Game von C&C. Da hab ich nur einmal gezockt. Aber ich habe tatsächlich alle C&C-Teile damals durchgezockt. Alle. Jo.
Also zu Bier und Konflikt. Sehr viel im Netzwerk gesuchtet, wie die kloppen. Ja. Ich sag mal, das schlimmste Suchtgame, was wir im Netzwerk gezockt haben, war Generals. Ja. Weil ich fand Generals war halt cool, weil es da coole Mods für gab. Damals. Tower Defense oder sowas meinst du, ne? Liebe Zuschauer, da musste man Mods noch selber installieren. Oh ja. Richtig installieren. Und Sachen umschreiben und so. Als man selbst noch in den Skripten rumgeschrieben hat, damit überhaupt irgendwas lief, ja. Und kennst du noch, wie hieß das nochmal? Cheat Engines? Nix Cheat Engines? Hier, Hex-Systeme? Ja, bin nie ganz durchgestiegen. Ich habe im Prinzip immer nur nach Anleitung geguckt und dann abgezippt. AF06 und sowas. Ja, ich war gezählt zu denen, die es nicht gerafft haben. Ich habe nur abgezippt, was nach Nummer und dann läuft es damit, aber. Da war nur die Zeit, wo man Spiele noch cracken musste, wie Game Copy World und so. Ja. Wo dann einer das Spiel besessen hat und auf einer LAN-Party und dann hat uns auf einmal 50 genau. Leute, ja, während dann live dabei noch die CDs gerippt wurden. Oh, da gab es LAN-Partys früher. Oh ja, Wochenende schön oder Ferien, erstmal rechnen unterm Arm. Oder weißt du, unterm Arm in die Schubkarre rein. Und das mal zum Kollegen Stiefel. Die Schubkarre, ne? Ja, ne, da war der Röhrenmonitor innen. Da war nichts mit einer unter dem Arm klemmen. Okay. Nee, also Röhrenmonitor hatte ich keinen. Hatte ich nie einen. Weil ich wollte gerade sagen, das weiß ich da noch gar nicht mehr. Nee. Du hast echt keinen Röhrenmonitor? Nein. Okay. Nein. Ich hatte mein allererster PC. Also, ich hatte mal ein PC, das war Mitte der 90er, den hatten wir ein halbes Jahr. Das war, glaube ich, so ein Ausmustermodell, den meine Eltern von irgendjemand anderem geschenkt bekommen haben. Da habe ich dann auf Paint rumgemalt und ich glaube, es lief irgendein Autorennspiel, so ein Space-Rennspiel, wo man auf so Farblinien fahren musste und wenn man da nicht drauf blieb, fiel man runter. Das war völliger Lame, da habe ich nie richtig genutzt. Also ich sage immer, mein erster PC war 2003, 2002, 2003, so um den Dreh. Diesen 90er-Ding, das Geld ähnlich, weil das habe ich nicht genutzt. Da habe ich schon mein halbes Leben mit Zocken verbracht. Echt nicht? Wie alt war ich denn das? Also ich 12? Kann dir sagen, das erste, womit ich in Berührung kam mit Spielen, da war der Atari bei meiner Oma. Aber da war ich 8, 9, irgendwie so. Da habe ich Pitfall immer gespielt bei der. Da habe ich mir wahnsinnig aufgeregt, wenn ich in die Grube gefallen bin. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Und mein ersten eigenen, im Prinzip Computer, war damals C64. Meinen Amiga 500. Den habe ich danach gehabt, tatsächlich. Als erstes habe ich einen C64 gehabt. Intel Pentium 4. Und wenn man jetzt von Desktop-PCs ausgeht, war der erste Rechner ein 286er. Bei mir. Da war ich 14? 13, 14, irgendwie sowas. Das war mein erster, im Prinzip, PC. Ja, dem Alter hatte ich mein erster Amiga. Ja, und dieser vorher C64, den habe ich sogar noch lange gehabt, tatsächlich, den C64. Den habe ich dann irgendwann bei eBay verscherbelt. Aber da habe ich gerade mal wenig Geld gekriegt, ey. Amiga, ja genau, Amiga 500 mit Turbo-Schalter. Oder Arbeitsspeicherschalter, wie immer. Wie man möchte. Was du meinst? Nostalgiezeit. Mein Gott, und heute kannst du die Dinger im Museum gucken, ey. Oder auf Gamescom in der Vitrine. Ich habe erst meinen ersten Legends vor ein, zwei Jahren habe ich ihn ausgeschmissen. Ja gut, mein Amiga habe ich früher weggeschmissen, weil der kaputt war, leider. Ja, die Folge ist ja endlich, weißt du? Nee, also. Das war's gar nicht. Ich meine, mein wie sage ich schon mal. Wir schwelgen gerade in Nostalgie. Mein Traktor fuhr hier nicht nach GPS. Ich habe letztens aber auch mal ein Video gesehen, wo ich mich selbst dann so ein bisschen alt fühlte. Und zwar war das auch bei YouTube, wo dann Kindern, die nach 2000 geboren worden sind, also die jetzt dann eben halt 17 oder 15 oder was auch immer sind, dann gezeigt wurde, PCs aus den 90ern. Mit Meldungen wie, es ist jetzt sicher, den Computer auszuschalten und sowas. Die mit sowas gar nicht mehr umgehen konnten. Ich weiß gar nicht, das ist dann. Ja.
Ich hab's auch nur noch am Rande mitbekommen, aber ich hab's mitbekommen. Oder Telefone mit Antennen, wo sich die dann immer gefragt haben, warum haben die da so einen Teil oben drauf und warum sieht man das? Es ist echt grauenvoll, sich zu denken, dass sich das nicht zusammenreimen können oder dass sie das gar nicht so miterlebt haben, finde ich. Das ist heutzutage sowieso, wenn, sag mal, ein Kind oder ein Jugendlichen heutzutage, dass wir früher gar keine Handys hatten. Ja. Früher musste man noch bei den Kumpels vorbeigehen, anstellen und fragen, ob der da ist. Ja, gut, oder das habe ich vorher beim Festnetztelefon schon noch gefragt. Oder Festnetztelefon, ne? Ich bin auch so zu den Kumpels hingegangen. Davon ab. Früher war das war auch ganz anders. Die Kindheit ohne Handy, die will ich auch nicht missen, tatsächlich. Die war. Ich will jetzt nicht sagen, unbedingt besser wie heute. Ich weiß nicht, wie die Kinder heutzutage. Ich werde es bei meinem Sohn wahrscheinlich erleben, aber ob das jetzt wirklich so weit so viel schlimmer ist und ob die wirklich dann nicht mehr rausgehen, keine Ahnung. Es war anders früher. Also wir sind tatsächlich eigentlich nur draußen gewesen. Das ja. Also bis zu einem gewissen Alter war bei uns auch eigentlich. Ja, also bis so, wie ich da Zocken angefangen hat, also richtige Zocken, bin ich eigentlich auch jeden Tag draußen gewesen. Schule, nach Hause, Hausaufgaben gemacht, weil sonst hätte es Ärger gegeben, aber eben was gegessen und eigentlich wieder zack raus. Ja. Eigentlich immer. Gudi. Wer ist denn eigentlich dran mit Folgenende? Der fragt. Genau. Der fragt, das ist immer einfach. Hier vorne würde ich sagen, schreibt doch mal rein, welches Jahrzehnt habt ihr so mitgemacht? Habt ihr noch mit oder ohne Handys eure Freunde getroffen? Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Links von Banausen und vom Schwarmboy findet ihr unten in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hummel, hummel, was muss mir in die Luft aus? Tschüss. Ciao.